Ich kann jetzt leider gar nicht auf alles, was Sie gesagt haben, eingehen, weil Wir da haben sehr jetzt viel Zeit. vermischt wurde. Ich lade Sie gerne ein, meine Vorlesung an der WU zu besuchen. Danke für die Einladung auf Ihre Vorlesung. Vielleicht komme ich wirklich einmal, könnten wir uns Gerne. zusammensetzen in der Tiefe. Aber ich würde Sie umgekehrt einladen, mit mir vielleicht einmal gemeinsam einen Spaziergang durch Wien Favoriten zu machen, wo wir die Situation haben, dass jede zweite Frau, wenn nicht mehr, Kopftuch trägt, wo islamische Massenzuwanderung der letzten Jahrzehnte das Straßenbild verändert hat, wo sich die Wienerinnen und Wiener, die letzten, die dort leben, nicht mehr zu Hause fühlen, wo wir Straßenschlachten haben, nicht nur zwischen Türken und Kurden, sondern Mord und Totschlag dort fast jede Nacht vor sich geht, wir Polizeieinsätze noch und nöcher haben und die Menschen, die dort leben, sich nicht mehr zu Hause fühlen. Und ich sage Ihnen ganz klar, ich möchte nicht über Quoten diskutieren und wie man Leute geordnet nach Österreich bringen kann. Die Zahl muss null lauten. Wir brauchen keine weitere Zuwanderung. Und es ist schade, wenn die Leute in Moria nicht zurück können, aber der Weg nach Österreich, der Weg nach Europa kann sicher auch nicht sein. Hier werden die Leute nicht gebraucht und gerade in Phasen einer Verknappung der Ressourcen. Wir haben mit Corona zu tun, wir haben damit zu tun, dass wir einer großen Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr konfrontiert sein werden. Müssen wir dafür sorgen, dass unsere Steuergelder, unsere Wohnungen und all die Mittel des Staates Österreichs auch wieder bei unseren Leuten ankommen? Das muss das Ziel sein.